Predigt für den 2. Dezember 2018, 1. Advent. Pater Rolf Hermann Lingen-Dorsten, 26. November 2018. Dann werden Sie den Menschensohn auf den Wolken kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Schon lange gehört der Weltuntergang zu den öffentlichen Lieblingsthemen. In den Spielfilmen jagt ein sogenanntes jüngstes Gericht das nächste, wenngleich diese unzähligen sogenannten Apokalypsen in nahezu allen Fällen schließlich ausbleiben, und zwar normalerweise deshalb, weil sie von Menschen verhindert wurden. Diese sogenannten Apokalypsen werden ganz unterschiedlich begründet, zum Beispiel mit Krieg, Seuchen oder Meteoriten, aber praktisch nie geht es um die Wiederkunft Christi oder überhaupt um Christentum. Ein sehr beliebter Grund für das Ende der Welt ist der angebliche menschengemachte Klimawandel durch Kohlendioxid. Ein Markstein bildet dabei die sogenannte Enzyklika Laudato Si von Jorge Bergoglio, Spitzname Papst Franziskus, sichtbares Oberhaupt der Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils. Jorge verkündet: Ich habe versucht, die aktuelle Situation der Menschheit zu analysieren, und zwar sowohl in den Brüchen, die wir auf dem Planeten beobachten, den wir bewohnen, als auch in den zutiefst menschlichen Ursachen der Umweltzerstörung. Obwohl diese Betrachtung der Realität bereits von sich aus auf die Notwendigkeit eines Kurswechsels hinweist und uns einige Maßnahmen nahelegt, wollen wir jetzt allgemeine Wege für den Dialog skizzieren, die uns helfen sollen, aus der Spirale der Selbstzerstörung herauszukommen, in der wir untergehen. Was den Klimawandel betrifft, sind die Fortschritte leider sehr spärlich. Die Reduzierung von Treibhausgas verlangt Ehrlichkeit, Mut und Verantwortlichkeit, vor allem der Länder, die am mächtigsten sind und am stärksten die Umwelt verschmutzen. Die 2012 in Rio de Janeiro abgehaltene Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung, kurz Rio+20 genannt, gab eine weitschweifende und unwirksame Abschlusserklärung heraus. Nach dieser langen, frohen und zugleich dramatischen Überlegung schlage ich zwei Gebete vor, eines, das wir mit allen teilen können, die an einen Gott glauben, der ein mächtiger Schöpfer ist, und ein anderes, damit wir Christen die Verpflichtungen gegenüber der Schöpfung übernehmen können, die uns das Evangelium Jesu vorstellt. Gebet für unsere Erde. Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit hüten. Jorge ist Mitglied im sogenannten Rotary Club. In der katholischen Kirche ist es den Priestern verboten, der Vereinigung Rotary Club anzugehören oder an ihren Versammlungen teilzunehmen. Bereits 1928 erklärten mehrere spanische Bischöfe: Rotary ist eine neue satanische Organisation, der Freimaurerei nahestehend, abscheulich und verdorben. Zudem: Die Ideale der Vereinten Nationen werden verbreitet durch Organisationen wie Lucy's Trust mit Sitz im Finanzdistrikt der Wall Street. Die Gründer von Lucy's Trust hatten zuvor die sogenannte Lucifer Verlagsgesellschaft gegründet, in Anlehnung an Schriften der Okkultistin Helena Blavatsky, die übrigens auch im Nationalsozialismus eine Rolle spielen. Der im Alten Testament erwähnte Name Luzifer, also Lichtbringer, wurde von einigen Kirchenvätern auf Satan und seinen Sturz vom Himmel bezogen. Der Anführer der gefallenen Engel, der Vater der Lüge, der Satan. Das ist das Ideal, das ist die treibende Kraft auch der Vereinten Nationen. Beispiele für den hemmungslosen Satanismus der UNO sind das dort behauptete Menschenrecht auf Abtreibung sowie der Impfungswahn. Lucy's Trust hat einen eigenen Blog Weltweiter guter Wille bei den UN sowie Schulungsangebote für esoterische Meditationen. In der Gedankenwelt von Blavatsky hat Luzifer ein großartiges Opfer für die Menschheit dargebracht,
Und dementsprechend zeichnen sich alle Menschen guten Willens eben dadurch aus, dass sie Luzifer folgen. Das erste sichtbare Oberhaupt der Vatikanum II-Gruppe und somit der erste Vorgänger von Jorge war Angelo Giuseppe Roncalli, Spitzname Papst Johannes der 23. Roncalli veröffentlichte 1963 eine sogenannte Enzyklika Pacem in Terris, also Friede auf Erden. Laut Wikipedia war Pacem in Terris die erste Enzyklika, in der sich ein Papst nicht nur an die römisch-katholische Kirche, sondern an alle Menschen guten Willens wandte. Roncalli verkündet: Ein Akt von höchster Bedeutung ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde. Es ist daher zu wünschen, die Vereinten Nationen möchten ihre Organisation und ihre Mittel immer mehr der Weite und dem hohen Rang ihrer Aufgaben anzupassen imstande sein, damit bald die Zeit komme, in der diese Vereinigung die Rechte der menschlichen Person wirksam schützen kann. Eine Frucht dieses neuen Zeitalters ist Jorges Gebet für unsere Erde, damit wir das Leben und die Schönheit hüten. Was Jorge hartnäckig unterschlägt: erstens, es gibt keinen Klimawandel. Zweitens, der angebliche Kampf gegen Kohlendioxid ist in Wahrheit ein Kampf gegen Wohlstand, gegen Gesundheit, gegen die Menschheit. Zur globalen Erwärmung prophezeite ein Meteorologe im Jahr 2000: Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor 20 Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben. Im Jahr 2006 wurde gemeldet: Der Winter 2005-2006 war einer der strengsten der letzten Jahrzehnte. Er dauerte außerdem ungewöhnlich lange bis um den kalendarischen Frühlingsanfang und begann bereits sehr früh mit Schneefällen Ende November. Erinnerung an 1963 und 1978-79 wurden wach. Und im Jahr 2017 wurde gemeldet: Der Winter lässt große Teile Europas weiter in Schnee und Eis erstarren. Bislang waren praktisch alle Prophezeiungen der Klimareligion falsch. Wer darf den Propheten der Klimalüge noch glauben? Und wenn die Gesellschaft versorgt werden soll, wenn Produktion und Transport von lebenswichtigen Gütern gewährleistet sein soll, dann brauchen wir die sogenannten fossilen Brennstoffe. Manche Wissenschaftler mögen fragen, warum ein Papst die verlogene, menschenverachtende, zerstörerische Ideologie vom sogenannten Klimaschutz predigt und das natürliche Kohlendioxid verteufelt. Gegenfrage an die Wissenschaftler: Wieso glaubt ihr auch Jorge sei der Papst? Seien wir ehrlich, praktisch alle Menschen haben Gott aus den Augen verloren, ja ganz bewusst aus ihrem Bewusstsein verbannt. Wiederkunft Christi? Nein, danke. Vorbereitung auf das Weltgericht? Nein, in alle Ewigkeit. Wird Christus auf Erden Glauben finden, wenn er kommt? Aber selbst wenn manche sagen, dass sie die Wiederkunft Christi erwarten, wen erwarten sie dann eigentlich? Erwarten sie Christus, der seine Kirche auf Petrus gebaut hat? Christus, der das Messopfer und das Beichtsakrament eingesetzt hat? Oder erwarten sie einen Christus, den sie sich selbst zusammengebastelt haben? Richten wir also den Blick auf Christus, und zwar auf den wahren Christus, von dem wir nur durch die katholische Kirche zuverlässig wissen. Christus wird jeden Menschen richten. Diese Welt wird untergehen, aber Himmel und Hölle sind ewig. Beten wir darum und leben wir so, dass wir dereinst teilhaben an der ewigen Seligkeit des Himmels. Amen.